Shufu, der Shooting Star 2020. Hannover ist gebrannt, aber bei den DSB-Hengsttagen in München vom Gestüt Greim der Familie Fischer erworben, avancierte er recht schnell zum Stutenfänger. Die Züchter, die ihn früh erkannten, sollte er nicht enttäuschen. Er siegte souverän mit fast einer halben Note Vorsprung im 50-Tage-Test in Schliekau. Die Galoppade macht nicht nur Wolfhard Witte Freude, sondern auch Richtern und Testreitern in Schliekau. Auch der Trab lässt Großes erwarten. Unter den Schwerpunkt fußend und sehr schön über das Karpalgelenk die Bewegung nach vorne herauslassend. Ein Galopp von seltener Güte. Ausgezeichnet, so das Urteil. Wir erfreuten uns an dieser Grundgangart auch schon bei der Körung in München. Eine Galoppade, die ausdrucksvoller nicht sein könnte. Sein Vater ist kein geringerer als der dreifache Weltmeister Sezuan. Auf Mutterseite wird das Pedigree abgerundet durch den leider viel zu früh eingegangenen Florestan-Sohn Fürst Heinrich. Und in dritter Generation kommt durch Weltmeier Bewegungsgüte ins Spiel. Zufrieden kauend und losgelassen und, wie eine bekannte Grand Prix-Reiterin beim Anblick von Shufu anmerkte, ein Pferd mit allen Möglichkeiten für den Grand Prix. Freuen wir uns auf die nächsten Jahre und auf die Fohlen, die geboren werden.